Philipp Goltermann, der jetzt zu mir auf die Bühne kommen darf, genau. Er ist Partner bei dem Beratungs- und Planungsunternehmen Drees und Sommer und er leitet ein Forschungsprojekt, um digitale Standards für Immobilien und Quartiere zu entwickeln. Also quasi den Grundstein der Smart City. Kann man so sagen, ja. Ja gut, dann du hast gesagt, du möchtest gerne im Sitzen präsentieren. Ich setze mich mal hier an die Ecke und lausche dir. Entspannter, ne? Ja, bitte. Dann würde ich sagen, ja, die Bühne gehört dir. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit der Technik hier. Wir haben heute das Thema Mobilität, aber die Mobilität existiert ja mit uns, in uns, nicht zum Selbstzweck, sondern die Mobilität bringt uns ja von A nach B. Und wenn man mal guckt, was ist A und B, das sind Orte und Orte sind meistens Immobilien. Zumindest sind sie irgendwo räumlich gefasst. Und somit findet die Mobilität statt im Spannungsfeld zwischen Quartier und Immobilien, also in dem gebauten Raum. Das ist unsere Umwelt. Das heißt, wir können die Mobilität gar nicht isoliert betrachten, ohne die Interaktion mit der Immobilie zu verstehen, weil dann lösen sich vielleicht auch einige Zielkonflikte in der Mobilität, in unserem Verhalten auf. Und ich habe mal einige Themen zusammengetragen, wie das eigentlich zu verstehen ist. Ich habe hier eine Folie, die etwas komplex aufgebaut ist, aber ich möchte sie erläutern und das Augenmerk auf die Mitte dieser Folie lenken. Wir haben verschiedenste Sektoren, die wir wirtschaftlich betreiben und entwickeln. Und diese Sektoren sind 100 Jahre lang getrennt voneinander eigentlich entwickelt worden und hatten zwar Schnittstellen, aber diese waren nicht so immanent, wie in der heutigen Zeit sind. Und wenn man sich diese Sektoren anschaut, dann muss man in dieser mittleren Grafik mal die verschiedenen Zyklen der Innovation und der Veränderungsgeschwindigkeit sich anschauen. Das sind diese gestrichelten Linien, die Sie dort sehen. Und wie Sie unschwer erkennen, haben wir unterschiedliche Entwicklungszyklen. In der IT sehr schnell. Jeder weiß, wie schnell sich mal das iOS-Betriebssystem verändert, gefühlt dreimal die Woche. Und dann klappt wieder irgendwas nicht mit einer App. Fahrzeuge haben gelernt, sich auch schneller zu entwickeln, allein durch die Plattformtechnologie. Aber die Infrastruktur und unsere Gebäude dazu, die sind langsam in ihrer Entwicklung. So. Blöderweise müssen wir jetzt alles zusammenbringen, weil Mobilität in der Schnittstelle zum Nutzer, zum Quartier, zur Immobilie interagieren, voneinander abhängig sind. Stichwort Ladeinfrastruktur ist nur das kleinste dieser Themen. Das heißt, wir müssen lernen, bei allem, was wir tun, uns konvergent in den Sektoren miteinander zu beschäftigen. Wir können nicht mehr nur alleine den Energiesektor für sich betrachten und entwickeln oder den Immobiliensektor, sondern wir müssen auch die Mobilität und die Infrastruktur gleichermaßen denken. Das heißt, dieses divergente Nebeneinander muss sich wandeln in ein kollaboratives Miteinander, sprich konvergent miteinander umzugehen. Das muss man wissen, weil das ist letztlich die Krux bei der ganzen Geschichte, dass jetzt blöderweise, muss man fast sagen, Menschen miteinander reden müssen, die es vorher nicht getan haben und auch nicht gelernt haben. So, und jetzt kommen wir zur Mobilität. Mit der Mobilität transportieren wir im Quartier ganz viele Wünsche. Es soll besser werden, es soll grüner werden, die Luft soll reiner werden. Trotzdem wollen wir uns bewegen und alle scheren. Gleichzeitig gibt es auch ein paar Sorgen. Ist das alles sicher? Autonomes Fahren, wie geht das? Kann ich mich überhaupt noch frei entscheiden und mobil bewegen oder muss ich das immer 3 Tage im Voraus planen? Das heißt, all das geht in unseren Köpfen rum, wenn wir uns mit Mobilität beschäftigen. Und diese Wünsche, die haben letztlich auch viele Zielkonflikte in sich. Und wir haben viele Anbieter, die jetzt versuchen, mit diesen Konflikten oder auch mit dem Potenzial umzugehen. Ich habe hier mal Mobilitätsangebote zusammengetragen, mit denen wir uns so in Hamburg beschäftigen und umgeben. Eine Vielzahl jeglichen Maßstabes, ja, vom autonom fahrenden Heat in der Hafen City über E-Scooter, Loki, Swapfeeds, was wir alles haben. Und man muss sich dabei ja fragen, als Nutzer des Ganzen, als Kunde, wo hilft mir eigentlich welches Verkehrsmittel an dieser Stelle? Zahlt das auf die innerquartierliche Mobilität ein, wie ein E-Scooter, oder auf die interquartierliche, also zwischen den Quartieren, mich zu bewegen, so wie Bus, U-Bahn, S-Bahn? So, welches Thema habe ich da jetzt vor mir? Der Heat beispielsweise ist ein Bus, aber definiert meine Mobilität innerquartierlich. Interquartierlich wäre eher sowas wie jetzt zum Beispiel Moja oder auch die Velorouten, die zahlen auf die interquartierliche Mobilität an. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wo hilft mir eigentlich in meinem eigenen Mobilitätsverhalten jetzt welches Angebot und was kann ich aufgrund dessen vielleicht auch verzichten in meinem eigenen Mobilitätsverhalten. Das heißt, wenn wir uns das Thema Mobilität mal anschauen und all das, was wir so in Wünschen damit transportieren, geht das nicht mit einem Change einher, mit einem gesellschaftlichen Wandel, der durch uns eigentlich jetzt getrieben werden muss, sofern wir denn auch diese Mobilität und diese nachhaltigen Umwälzungen auch leben wollen. Und das, was in diesem Wandel vollzogen wird, durch unser Verhalten,
haben wir automatisch das Abbild auf die Immobilie. Weil die Immobilie ist nichts anderes als der gebaute Lebensraum aufgrund unserer Bedürfnisse. Und wenn sich unsere Bedürfnisse jetzt ändern durch Nachhaltigkeitsansprüche, Mobilitätsansprüche, dann ändert sich logischerweise auch die Immobilie. In dem, was da drin passiert, und die Summe aller Immobilien ist wiederum das Quartier. Das heißt, dieser gesellschaftliche Wandel, der jetzt vollzogen wird, der wird sich auch in den Quartieren und in den Immobilien ablesen lassen. Und das muss uns bewusst sein, weil in der gebauten Umwelt wird viel passieren. Das Mobilitätsverhalten als solches wird auch daher sich ändern, dass wir lernen müssen, intermodal, wie wir es nennen, sich zu bewegen. Das heißt, wir werden verschiedene Mobilitätsträger miteinander kombinieren müssen, um unseren gewohnten Zweck von A nach B zu kommen, was wir vielleicht mit einem Mobilitätsträger, dem eigenen Auto gemacht haben, künftig zu vollbringen. Das heißt, auch hier haben wir wieder Effekte, die sich im Quartier dann auch abbilden lassen. Wir haben effiziente Mobilität, wir haben ÖPNV-Angebote, die wir miteinander kombinieren müssen, bitte mit einer App und nicht mit fünf und nur mit einer Bezahlung und nicht mit zehn. Das heißt, diese Mobilität muss auch geplant werden und wir sind froh drum, wenn diese Planung uns jemand abnimmt, sprich wenn wir hier auch in unseren Lebensprozessen diese digitalen Helferlines bekommen, die uns diese schwierige Intermodalität dann auch irgendwo leichter machen. Wenn wir das für uns einmal kapiert haben, jeder für sich, ich weiß, wie ich mich heute mobil verhalte und weiß, wie ich es morgen vielleicht möchte, dann habe ich für mich diesen Change definiert. Blöderweise wohnen im Quartier verschiedene Ichs mit ganz unterschiedlichem Mobilitätsverhalten und Bedürfnissen. Das heißt, wir als Planer müssen auch dieses unter einen Hut bringen, auch in der Mobilität. Deswegen gibt es nicht das eine Mobilitätsrezept, sondern wir müssen immer Quartier für Quartier, Immobilie für Immobilie betrachten, um eine Idee zu entwickeln, wie diese innerquartierliche und überquartierliche Mobilität sich entwickelt. Das heißt, wenn wir uns diese Nutzertypologien einmal anschauen, nach welchem Theorem auch immer, ob sie Sinusmilieus sind oder einfach mal Avatare, so wie wir es nennen bei Dresden und Sommer, die wir in Quartieren simulieren, so werden wir sehen, dass diese verschiedenen Typologien ganz unterschiedliche Nutzungsmuster haben, Verhaltensmuster, die auf den öffentlichen Raum sich auswirken, auf die Immobilie, aber auch auf die Mobilität. Und die Mobilität hat Ansprüche im öffentlichen Raum, das ist nicht nur der ruhende Verkehr, sondern Sharing-Konzepte, Ladekonzepte, das hat alles Einfluss auf den öffentlichen Raum und wir mit unserem Nutzerverhalten definieren im Grunde genommen diesen öffentlichen Raum dadurch und somit auch natürlich die Mobilität im Quartier. Das heißt, wir müssen uns ganz genau angucken, welche Nutzergruppe, welcher Avatar wohnt wo, will von wo nach wo oder arbeitet wo, sodass wir dann auch diese Mobilitäten entsprechend entwickeln können. Das heißt, wenn wir uns diese Mobilitäten an der Schnittstelle zu den Quartieren und zu den Immobilien anschauen, so werden wir sehen, dass es mannigfaltige Schnittstellen gibt und an diesen Schnittstellen entstehen Daten, Data Drops. Mit diesen Daten, die kann man auswerten, die kann man für sich verwenden. Auf jeden Fall entstehen an diesen Daten auch Chancen für neue Geschäftsmodelle. Das macht es so spannend, ja, sodass wir auch Möglichkeiten haben, aus diesen Geschäftsmodellen, mit diesen Geschäftsmodellen auch die notwendigen Ressourcen zu ziehen, um diesen Change auch einzuleiten. Und das hat nicht nur was mit Mobilität zu tun, aber die Mobilität ist an vielen Stellen auch der Initiator, weil immer da, wo ich ein- und aussteige, habe ich eine Frequenz erzeugt und die Frequenz erzeugt wieder andere Opportunitäten in den Geschäftsmodellen und in den Mechanismen zueinander. Wenn wir uns diese Datenströme jetzt mal anschauen und auf dem letzten Bundeskongress für die nationale Stadtentwicklungspolitik war das Thema öffentliche Daten, Daten im öffentlichen Raum ein großes Thema, so müssen wir uns ja überlegen, wie funktionieren diese Daten miteinander und wie erzeugen wir ein Grundgerüst, dass diese Daten miteinander auch kommunizieren können. Das heißt, wir müssen lernen, wie die Immobilien ineinander miteinander kommunizieren zu den Nutzern und wie dann die Immobilien im Quartier wiederum miteinander, Stichwort Energiesharing, Stichwort Parkplatzsharing etc. pp. Lernen, diese Daten auszutauschen und dann auch sowas wie Frequenzen und Parkdichten und Parkräume miteinander zu verwalten. Das heißt, dieses zu erzeugen und zu verstehen und auch eine Blaupause an die Eigentümer des Quartiers herauszugeben und an die Quartiersmanager, die es künftig mehr geben wird denn je, da muss es eine Art Smart City Execution Plan, wie wir es nennen, geben, wo man diese verschiedenen Bedürfnisse aus den verschiedenen Sektoren mal zusammenträgt und sagt, auf dieser Datenebene wollen wir uns treffen, das wollen wir miteinander austauschen, damit wir dann noch in die Funktion gehen können und nicht damit beschäftigt sind, irgendwelche Schnittstellen zu definieren und zu programmieren, sondern dass wir uns aufs Leben konzentrieren können. Das heißt, wir schauen gemeinsam auf das Quartier, ja, so wie hier bildhaft mal dargestellt. Wir müssen aus verschiedenen Sektoren, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der öffentlichen Hand, aus der Politik auf das Quartier schauen, um diese Mechanismen begreifen zu können, wie wir miteinander leben wollen.
Da haben wir diesen Smart City Demonstrator beispielsweise entwickelt, wo wir dieses tun können als Plattform des Verständnisses, dass jeder aus seiner Perspektive herausgeht und seine Perspektive erweitert, um gemeinsam miteinander sprechen zu können. Diese Mechanismen, die sich eher segregativ zueinander verhalten haben, die sehen wir auch in unserem nächsten näheren Umfeld. Das heißt, Stichwort Blended Living, wie die Immobiliennutzungen immer ineinander greifen. Wir haben keine singuläre Nutzungstypologie mehr künftig, sondern auch diese Nutzungsarten werden sich ineinander verweben, sodass wir hier nicht nur die Funktionsmischung, sondern auch die Mobilitätsmischung im Quartier erfahren werden. Und dieses hat natürlich auch Auswirkungen auf die verschiedenen Nutzungstypologien im Quartier. Und nehmen wir einmal als Beispiel eines Hotels heraus. Warum nehme ich das Hotel? Weil das Hotel heute schon eine betriebene Immobilie ist. Da wird nicht gemietet, vermietet, sondern da gibt es einen Betreiber. Und warum kann eine solche Betreiberimmobilie nicht noch mehr Funktionen im Quartier übernehmen, die halt auch betrieben werden müssen? Wie beispielsweise ein kleines Intermodal-Hub in einer leerstehenden Tiefgarage, wo man unterschiedliche Ladeinfrastrukturen anbietet, wo man Logistik vielleicht anbietet. Wir werden diese Antworten finden müssen, weil der Bedarf eindeutig dahin geht, dass wir Nutzer im Quartier das haben wollen. Wir wollen das Paket right in time, wir wollen aber auch das Mobilitätsangebot um die Ecke erleben. Und wer muss es hosten? Da müssen wir auf solche Typologien zurückgreifen. Ich glaube, dass es verschiedene Nutzungsarten gibt, wie Hotels, wie auch Shoppingcenter, die auch für sich eine Renaissance gerade erleben und brauchen, um letztlich nicht nur aus der Pandemie gelernt, sondern auch mit dem Nutzerverhalten umgehen zu können. Das heißt, es wird weitere hybride Konzepte geben. Wir müssen lernen, als Vermieter eher als Betreiber zu denken und eine Funktionalität anzubieten, die die Mobilität gleichermaßen mit einschließt. Und dabei dürfen wir auch nicht die Logistik vergessen. Die Logistik ist Teil der Mobilität im Quartier. Wir wollen sie gar nicht sehen, die Logistik-Mobilität, aber sie ist halt da und wir müssen damit lernen, umzugehen. Und das auf eine charmante Art und Weise, ob das jetzt mit Mikrohubs sind, wo das alles auf Lastenfahrräder übertragen wird. Das kann auch in Immobilien stattfinden. Das muss in Immobilien stattfinden. Das passiert ja nicht auf der Straße, dieses Umladen. Also haben wir da auch wieder den Kontext von der Mobilität in die Immobilie hinein. Also last but not least, ich hoffe, ich habe Ihnen gezeigt, wie komplex diese Schnittstellen sind, um Mobilität machbar zu machen, dass wir die Immobilien, die Quartiere brauchen, um das System als Ganzes zu begreifen. Und ich möchte damit schließen, dass wir ein Bewusstsein haben, dass die Immobilie, die war früher eine Klimahülle mit Adresse, sage ich immer. Ne? Da war es warm und trocken und mehr war nicht. Aber eigentlich ist die Immobilie von heute und von morgen eher eine Funktionsplattform, die, ich sag mal, mir die Nutzung ermöglicht und das bitte in einer divergenten und sich schnell entwickelnden Form, weil so wie ich heute arbeite, arbeite ich in 2 Jahren nicht, aber die Immobilie muss es mir ermöglichen. Das heißt, weg von der Klimahülle hin zur Funktionsplattform und dann, glaube ich, haben wir schon viel verstanden, weil die Mobilität ein Teil der Funktion ist mit uns und in der Immobilie. Vielen Dank. Das heißt, wenn Sie sagen, wenn Sie von der Immobilie sprechen, sprechen Sie sowohl von der Wohnimmobilie, also einem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus, als auch von der von dem Shoppingcenter oder auch nur von den lokalen Einkaufsmöglichkeiten, die so ein Quartier momentan anbietet. Oder? Immobilie ist alles, was wir im gebauten Raum, alles, was Stein hat, was irgendwie oberhalb der Oberfläche nach oben sichtbar ist, ja, vom Stromkasten mal ausgenommen. Das sind unsere Immobilien, das ist unsere gebaute Lebensumwelt. Ja. Und wie sieht es aus mit den Schnittstellen? Also ich würde mal, treffen Sie da auf offene Ohren, wenn Sie zu Quartiersmanagern gehen und sagen, hier, wir entwickeln eine, ich meine, machen es ja auch selber, aber treffen Sie da Leute an, die sagen, oh ja Gott, endlich mal jemand? Oder ist das dann auch so ein bisschen zögerlich? Es gibt ja noch gar nicht so viele Quartiersmanager. Also die Quartiersmanager sind bislang entstanden, um dem Einzelhandel ein bisschen unter die Arme zu greifen. Was ich feststelle, ist, dass es aus dem Forschungsumfeld oder auch aus dem beruflichen Umfeld, dass man auf sehr offene Ohren stößt, weil in der Tat an vielen Orten wahrgenommen wird, dass jeder in seinem Segment natürlich forscht, entwickelt und Produkte anbietet. Aber der Zusammenschluss in der Vereinigung der Ressourcen und Synergien nutzen in den Erkenntnissen, das ist zwingend notwendig, um auch schneller zu werden. Und es wird zu wenig gemacht. Es gibt zu wenig Transparenz in den Städten, in den Ländern, auch in der Wirtschaft. Wer macht was, woran und wie kann was eigentlich zusammenwirken, um ein Problem oder eine Lösung letztlich anzubieten?
Das heißt, dieser Plattformgedanke, dieser Smart City Plattformgedanke, auch über den Demonstrator, auch andere Formate, zu sagen, wir verbinden Wissenschaft, Wirtschaft, Hersteller, die Nutzer, die öffentliche Hand und die Politik, ist eigentlich ein notwendigster Aufruf, um letztlich hier die Informationen und die Effekte und die Ressourcen zu bündeln. Sonst werden wir zu langsam sein.